Danke. Geschätzte Medienschaffende, ich begrüße Sie zu unserer Medienveranstaltung. Heute ist das Mikrofon ein, hört man mich? Vielleicht geht es auch ohne. Jetzt besser? Ah, okay, okay, gut. Die Medienveranstaltung ist heute zum Abschluss der Projektierung des PJZ. Ich sage ganz kurz voraus etwas über die anwesenden Personen und über den Ablauf. Anwesend ist die gesamte Projektaufsicht des PJZ mit der Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr, mit dem Herrn Regierungsrat Mario Fehr und mit dem Herrn Regierungsrat Markus Kägi. Dann haben wir heute auch die ganz operative Projektsteuerung hier vom PJZ. Das ist von der Kantonspolizei, der Hans-Rudi Troxler und der Herr Heinrich Guggenbühl. Dann haben wir hier der Thomas Mannhardt, Amtschef vom Amt für Justizvollzug, der Oberstaatsanwalt Andreas Eckert, und von der Baudirektion haben wir hier den Kantonsbaumeister Matthias Haag und der Chef vom Immobilienamt Thomas Maurer. So viel zu den anwesenden Personen vom POZ. Zum Ablauf kurz. Zuerst wird der Gesamtprojektdelegierte, der Hans-Rudi Blöchlinger, informieren über den aktuellen Stand. Im Anschluss daran gibt es eine Testierung vom ganzen Projekt. Die findet da vorne links statt. Da werden Projektaufsicht und die Projektdelegierten die ganze Projektphase abschliessen, unterzeichnen und abschliessen. Und im Abschluss daran gibt es eine Fragerunde mit der Projektaufsicht. So viel zum Ablauf. Ich übergebe das Wort an Hans-Rudi Blöchlinger. Geschätzte Damen und Herren, ich tue Sie heute ein bisschen intensiver über das POZ-Projekt orientieren, vor allem auch die Intensitäten der Planung, die wir in den letzten paar Monaten gemacht haben und den Stand, wo wir heute stehen. Das POZ ist eines der wichtigsten Bauvorhaben für die Aufgaben und die Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörde auf dem ehemaligen Areal des Güterbahnhofs. Und das Thema Strafverfolgungsbehörde, das ist ein wichtiges Thema in der ganzen Komplexität von dem Gebäude, wo wir Ihnen heute auch vorstellen. Verbunden ist der Anlass mit der Unterzeichnung von einem Testat, von einem Dokument, wo alle beteiligten Direktionen und Nutzervertreter bestätigen, dass die Funktionalität und das Gebäude in sich stimmt. Und nach einer intensiven Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei, mit den Vertretern der Justiz, Hochamt, sind sich alle Beteiligten heute eigentlich einig, oder, dass das, was wir heute in dem Gebäude Ihnen darstellen, was wir plant, auch in Bezug auf Dimension und Komplexität, eine Einzigartigkeit hat, aber eben auch sehr anspruchsvoll ist. Und darum ist auch Klarheit da heute, dass jeder von diesen Beteiligten, dass Rollenverteilung für den künftigen Betrieb von dem Haus eigentlich gewährleistet ist. Ich informiere Sie über den aktuellen Stand von dem Haus und über die Entwicklung. Und das POZ ist in dieser Art ein Pionierprojekt. Es lässt sich nicht mit anderen Bauvorhaben in dieser Form vergleichen, wie beispielsweise ein Verwaltungsgebäude etc. Weil es hat dermassen viele Themen, die in dem Haus innen abgebildet werden, dass es eben eine wirkliche Spezialität hat. Es besticht an dieser Hofstrasse künftig in der Form von seiner Grösse. Das Gebäude ist in der Länge gut 280 Meter lang. Es ist 80 Meter breit und 33 Meter hoch. Also es ist ein riesiges Volumen, das da erstellt wird in der nächsten Zeit. Es beträgt die Grössenordnung etwa 500'000 Kubik und baut den Raum. Das sind, wenn Sie es umrechnen, Grössenordnung etwa 500 Einfamilienhäuser, die wir hier eigentlich zusammen in ein Gebäude hinein. Und Sie sehen auf dem Modellfoto
die Dimension von dem Gebäude und Sie sehen in den Bildern jetzt, wie denn das mal an der Holzstrasse entgegenkommt, wie man dann mal die Zukunft von dem Haus sieht. Meine Äußerungen teilen Sie aufteilen auf den Projektstand. Wo stehen wir heute? Ich werde Ihnen einige Informationen geben zu den Besonderheiten, die das Haus mit sich bringt, zum Betrieb und Sie auch kurz darüber informieren, wo wir stehen und wie die Organisation aussieht. Ganz kurz zu der Replik von dem Projektstand. Das ist ein Gebäude, das sehr lange in der Planung ist. Man hat im Jahr 2000 einen Standortentscheid gewählt. Seitdem beschäftigt man sich mit dem Projekt und hat dann gewisse Grundlagen dazu geleitet, die heute für uns maßgebend sind. Einerseits ist das BOZ-Gesetz vom 7. Juli 2003, dann das Bauprojekt und das Bewilligungsverfahren, wo die Bewilligung dann vom Bundesgericht ja bestätigt wurde, ist am 12. Oktober 2012. Dann vom Kantonsrat genehmigten Objektkredit vom 6. März 2012 und der Regierungsratsbeschluss vor einem Jahr, wo wir über das Raumprogramm da auch noch mal informiert haben, dass nicht ganz alles Platz hat in dem Haus. Zweimal ist das Haus oder das Projekt an Volksabstimmung geführt worden und zweimal ist das auch positiv angenommen worden für die Entwicklung. Und trotzdem sind wir erst heute so weit, dass alles definiert wird und das tun wir Ihnen erläutern. Die lange Entwicklungsdauer von dem Projekt hat auch damit zu tun, dass wir ein Raumprogramm, und das hat man vor einem Jahr Ihnen vorgestellt, eine Anforderung im Raumprogramm hat, wo das Haus eigentlich zu klein ist. Man hat damals im Wettbewerbsprojekt und auch im Bewilligungsverfahren ein Haus eingereicht, wo so, wie Sie es jetzt sehen auf dem Bild, eigentlich alles beinhaltet, auch der blaue Teil und 5 Obergeschosse beinhaltet. In der Zwischenzeit hat mal eine Überarbeitung stattgefunden und über den Kantonsrat hat man dann müssen Einsparungen vornehmen für rund 50 Millionen. Das hat dann bewirkt, dass man das Stockwerk rausgenommen hat. Man hat ein bewilligtes Projekt, das eigentlich grösser ist als das, wo man den Objektkredit dafür hat. Und wir haben bei der Überarbeitung beim Neustart, und der Neustart hat dann wieder angefangen, nachdem dass der Objektkredit genehmigt worden ist im Kantonsrat und zwischen denen ist das Objekt Projektierung unterbrochen worden, hat man nochmal überprüft, ob alle Rahmenbedingungen stimmen. Unter anderem haben wir festgestellt, dass die Vorstellung, die man hatte, dass man den Stock später könnte aufstocken auf das Gebäude, das sehen Sie da in dieser ganzen Grössenordnung da, dass das praktisch nicht möglich ist. Man kann nicht ein Gebäude, wo 1800 Mitarbeiter drin sind und alles eigentlich fertig ist, nachher wieder eingerüstet, um ein Geschoss nochmal draufzubauen. Also man hat sich müssen entscheiden, bleibt man jetzt bei diesen 4 Geschossen und tut das Grundstück nicht vollständig ausnutzen oder gibt es eine andere Methode, um die Entwicklung eigentlich zu gewährleisten, dass man auch das ganze Volumen dann einmal könnte erstellen. Das hat zu dieser Modularisierung geführt. Wir haben Ihnen das vor einem Jahr erklärt und auch festgestellt. Und da sehen Sie den blauen Teil, der jetzt hier im Modell entsteht. Das ist ein Teil, den man zukünftig noch realisieren kann in den Ecken. Und sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und deshalb haben wir jetzt ganz Volumen eigentlich können wahrnehmen. Das heisst, das Gebäude da vorne entspricht eigentlich dem Wettbewerbsprojekt und der hintere Teil, der zu einem späteren Zeitpunkt dann mal könnte, wenn wir das realisiert werden, ist möglich und man wird heute sämtliche Elemente in der Planung vorsehen, dass das auch möglich ist. Also Lift und die ganze Geschichte vom Brandschutz und so weiter, das ist heute studiert und gemacht, dass das auch möglich wäre. Aber das Projekt selber in der heutigen Form sieht so aus, da sehen Sie nochmal auf dem Modell, dass es da in dem hinteren Teil eine Fläche hat, die nicht überbaut ist, wo die Fläche ist, die man nachher machen kann. Das ist das Projekt, das man davon redet, das heute im Bauprojekt drin ist und auch jetzt in die Realisierung geht.
Ein Teil von der Komplexität ist die Vielfalt von der Bereich, wo in das Haus eingebracht werden müssen. Wir haben einerseits das Gefängnis, das ist das rote Teil da oben, das, der Gefängnisteil, der innen ist, für das Polizei- und das Justizgefängnis. Mit dem POZ wird auch das ganze Polizeigefängnis in den gleichen Teil integriert. Das heisst, wir haben das Polizei- und das Justizgefängnis in einem, wo heute noch an verschiedenen Orten sind. Dann sehen Sie hier im Bereich die Staatsanwaltschaften, die angeordnet sind, und die Kriminalpolizei. Das sind auch Dienste, wo wir genau angeschaut haben, wer schafft wie zusammen, wo wie müssen die Wege sein, damit man das nachher optimal kann nutzen kann. Gleichzeitig sehen Sie hier auch drinnen, das heisst, der ständige Transportdienst, das sind eigentlich die Schnellrichter, also dort, wo vom Polizeigefängnis die Personen, die Arrestanten, in den ersten 96 Stunden ja auch beurteilt werden und dann entschieden werden, ob sie ins Untersuchungsgefängnis kommen, einen Stock höher, oder ob sie wieder entlassen werden. Und was ebenfalls ein wichtiger und ein grosser Teil ist, das ist das Forensische Institut, der ganze Bereich, mit allen ihren Labor und ihren Spezialaufgaben, die in dem Haus stattfinden müssen. Das ist mal ein Teil von dem ganzen Gebäudekomplex. Und dann weiter sehen Sie hier den Bereich von der Sicherheitspolizei, wo in das Haus hineinkommt. Ebenfalls ein grosser Bereich, also der ganze Sicherheitspolizei. Und übrigens ist es so, dass sämtliche Führungsstrukturen von diesen Einheiten auch in das POZ einziehen werden. Ein Teil, ein Spezialteil von dieser Sicherheitspolizei ist auch die Einsatzzentrale, das Lagezentrum und die Räumlichkeiten für den kantonalen Führungsstab, wo man stattfinden und Platz haben muss. Weiter in dem Haus gibt es auch das Zwangsmassnahmengericht, das in dem Ecke dran ist, also näher wieder im Polizeigefängnis, wo das ganze der Bereich von dem Zwangsmassnahmengericht hineingehört. Ebenso Abteilungen wie Cybercrime in Zukunft, die in den letzten Jahren entstanden sind, wo wieder zum Teil von der Staatsanwalt und zum Teil von der Kriminalpolizei sind und miteinander eng zusammenarbeiten. Und dann gibt es hier einen ganz zentralen Bereich, und der ist der, der uns recht viel Arbeit auch gegeben hat. Das ist das Thema von dem Pooling, von den Räumlichkeiten, die man gemeinsam nutzen kann. Und wie nutzen wir diese Räumlichkeiten? Ganz, das betrifft insbesondere die Einvernahmeräume. Ich komme nachher auf die Einvernahmethemen zurück. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass das Haus am Schluss auch funktioniert. Und das Pooling ist ein Element, dass alle die verschiedenen Nutzer da drin auch tatsächlich gemeinsame Infrastruktur können nutzen und nutzen, die dazu gehören. Zusätzlich haben wir dann noch die ganzen Informatikräumlichkeiten, das ist oben, das ist in dem Bereich da oben, wo drin gehören. Dann ist Personalgewinnung und Präventionsabteilungen, die da drin sind. Das sind die Teile, die Sie da unten links sehen. Und dann, was auch eine Besonderheit ist in das Haus, das ist die ganze Zürcher Polizeischule, die da ihre Räumlichkeiten hat. Und alle die bringen natürlich unterschiedliche Anforderungen mit. Unten rechts sehen Sie noch, also die gemeinsame Infrastruktur, also das ganze Gastronomieteil, dann Kommunikationszonen, die ein Haus braucht, Teekuchen, Druckerräume, Raucherzonen etc., alles, was in so ein Haus gehört. Wenn Sie am Schluss eben grössenordnung 1600 bis 1800 Mitarbeiter drin haben, rund 350 Arrestanten im Gefängnisteil haben, dann ist das fast ein kleines Dorf, das hier zusammenkommt. Wenn wir, ich zeige Ihnen zwei, drei Folien aus der Grundressource. Selbstverständlich haben wir Grundlagen da. Wir können auch noch mehr zeigen, aber dass Sie ein bisschen sehen, wie das ganze Zusammenspiel ist. Sie sehen hier die Nutzungsverteilung im Erdgeschoss, wo
Da hinten durch, der Teil ist vom Gefängnis. Da hinten ist der ganze Anteil von den Eintretenden, die ins Gefängnis kommen. Die müssen ganz einen bestimmten Weg laufen, wenn sie dann hineinkommen, bis dann tatsächlich ihre Räumlichkeiten sind und übergeben werden. Das sind die ganzen Komplexitäten im Gefängnis. Oder auf der anderen Seite die Räumlichkeiten von der Polizeischule. Da ist der Teil von der Informatik, da ist wieder ein Teil von Forensik, den sie braucht, im Teil, wenn die Gefangenen reinkommen, oder der Bereich von der Personalgewöhnung und die Eingangszone. Auf die Eingangszone komme ich nachher nochmal zurück. Ein zweiter Geschoss, ich zeige Ihnen jetzt das erste Geschoss da drin, ist beispielsweise das Polizeigefängnis, das ist auf dem Erdgeschoss in vier Blöcke unterteilt. Parallel dazu, und da sehen Sie schon eigentlich die Kombinationen, sind die ständigen Transportdienste oder die Schnellrichter angeordnet, dass das relativ speditiv geht und die Abteilungen auch kommen. Ebenso ist auf dem Geschoss das Zwangsmassnahmengericht. Und dann fangen die Spezialdienstleistungen an von der Justiz, Staatsanwaltschaften, Kriminalpolizei etc. Und so ist das ganze Haus konzipiert, dass die Zusammenarbeit kann funktionieren. Beispielsweise ein erstes oder zweites Untergeschoss, auch da ganz konzeptionell, wenn Sie da durchschauen, dann ist eigentlich da noch eine Sicherheitszone, die aber von da hinten total nochmal abgegrenzt ist. Das heisst, die ganze Warenannahme, die eben muss in das Haus hineinkommen und in den Schleusen rein, bis sie tatsächlich drinnen ist, ebenso fürs Gefängnis, dann Zufahrten zum Gefängnis, die Arrestanten, die draussen angeliefert werden und da ins Haus hineinkommen, muss gesichert sein. Dann hat es Spezialräume da drinnen, natürlich von der Schule, von der Bildung, wie beispielsweise die ganze Sporthalle da, Dojo-Räume oder der Teil, das sind die Schiessanlagen, die für das Training da steht und so weiter. Das ist das Gebäude. Sie sehen auch da beispielsweise einen Teil im Raum, das ist das Asservatelager. Also jeder, der von den Arrestanten oder die arrestiert werden, Detail oder die Gegenstände abgenommen werden, müssen eingelagert werden, müssen zum richtigen Zeitpunkt dann in einem Einvernahmeraum sein oder im Gericht sein, das muss registriert sein und so weiter. Und bis jetzt sind die Sachen, wenn Sie die heutige Situation anschauen, etwa an 30 Standorte sind alle verteilt und jetzt kommt alles ins Gebäude hin und jetzt muss man das neu koordinieren. Und das ist natürlich relativ aufwendig, um alles zu erfassen und das machen. Das alles soll das Haus bringen, soll das Haus können. Und wichtig ist insbesondere, dass wir heute versuchen, alles zu erfassen, was zukünftig ab 2022 in diesem Haus nicht passiert. Das Haus hat auch, trotzdem das gross ist, eine begrenzte Fläche. Sie sehen auf dieser Folie so die Zusammenstellung von den verschiedenen Räumlichkeiten, wie sie von den einzelnen Dienstleistern und den einzelnen Nutzern notwendig sind, also für die Kantonspolizei, dann für die Staatsanwaltschaften, alle die Räume eigentlich so zugeordnet, das sind die Flächen. Das heisst, wir haben eine Raumfläche von 55.600 Quadratmeter. Das ist die effektive Fläche der Büroräume. Ohne Korridor, ohne Nebenräume, nichts, sondern es ist tatsächlich die Fläche, die man braucht. Die haben wir müssen ermitteln. Nebst dem kommen dann alle Nebenflächen noch dazu. Gastronomie und so weiter, die sind eigentlich so nicht drin. Das sind die effektiven Nutzflächen. Und Sie sehen, und das haben wir vor einem Jahr Ihnen dargelegt, dass das Haus eben ausgenutzt ist. Und darum mussten wir vor einem Jahr entscheiden, dass ein Teil nicht darin Platz hat. Wir haben auch heute nicht darin Platz. Es bestätigt sich, was wir vor einem Jahr eigentlich ermittelt haben. Wir haben im Moment eine Reserveflache von gut 2%, also rund 900 Quadratmeter, die wir heute im Moment noch frei haben und noch nicht klar zugeordnet ist. Da sehen Sie es ein bisschen in einer anderen Aufteilung. Und wenn wir das anschauen, das Jahr 2020, dann ist das im Moment sehr, sehr knappe Grösse.
Auf der einen Seite müssen wir die Anstrengungen erbringen, um noch weiter können, zu optimieren von den Raumflächen her, und dass wir eben noch gewisse Reserveflächen für die Zukunft haben. Und das ist jetzt eine Anstrengung, die jetzt in der nächsten Zeit dann auf uns zukommt. Aber eigentlich das Haus soweit mehr oder weniger klar definiert ist. Ich gehe ein bisschen auf die Spezialitäten von dem Gebäude. Das eine ist der Eingangsbereich. Dann haben wir den Gastronomiebereich. Das ist so ein bisschen ein Nebenteil, aber ganz wichtig sind die Einvernahmen-Themen. Wie findet das statt? Wie sieht der ganze Teil aus und der Konferenzraum das tun? Wir haben, wo wir den Neustart angefangen haben, haben wir nochmal überprüft, ob die Eingangssituation, wie sie damals geplant war, eigentlich stimmt und eigentlich in den Abläufen die Personenzahl aufnehmen. Ich zeige Ihnen nachher noch ein paar Zahlen zu der Personenzahl. Und wir haben dann damals festgestellt, so wie wir das in der ersten Phase gedacht haben, dass das Gebäude mit einem Eingang sollte funktionieren, eigentlich nicht funktioniert. Darum haben wir dann in die neue Planung einen 3-Eingang gemacht. Ich zeige Ihnen hier den Haupteingang. Es gibt noch einen Mitarbeitereingang und es gibt noch einen separaten Eingang zum Gefängnis. Das hat es früher hier nicht gegeben. Also der Besucher zum Gefängnis und der Arrestant kommt sowieso über einen separaten Weg, aber die Leute, die ins Gefängnis mit Mitarbeiter, die haben auch einen separaten Eingang und belasten durch das eigentlich den Haupteingang nicht. Das sind auch zwei oder unterschiedliche Gruppen Leute, und das hat man eigentlich da drin gemacht. Es hat aber dann eben eine Veränderung innerhalb des Gebäudes gegeben. Der Eingang funktioniert an sich, der Haupteingang zeige ich Ihnen da, so dass Sie da. Hoppla, muss ich die nächste Folie bringen. Der Haupteingang funktioniert so, dass da eigentlich mal der Mitarbeiter ist, der blaue Strich. Das heisst, der Mitarbeiter geht durch, hat ein normales Vereinslig und kommt nachher rein und geht das in Mitarbeiter, weil der hat ja ein Badge und kann eigentlich rein. Alle anderen Personen, die in das Haus hineingehen, sind voran registriert und sicherheitsprüft. Das heisst, da wo man Leute im Haus haben, wo man weiss, wer da ist und wo er ist und zu wem das er muss gehen. Und das wird dann ein bisschen aufwendig. Von dort her gibt es eine grosse Eingangshalle da mit dem Logenbereich, wo im Bereich, wenn viele Leute kommen, auch ausgeweitet werden kann. Darum gibt es einen Logen auf dieser Seite und auf dieser Seite. Und die Leute, die sich anmelden, müssen nachher hier auf dem Teil durch die Sicherheitszone durch. Man kann sich das vorstellen, ähnlich wie im Flughafen. Also man muss schauen, was sie mitbringen etc. und muss registriert werden. Und das ist heute in diesen Häusern so noch nicht der Fall. Das ist eine weitere Hürde, die man zünftig muss übernehmen muss. Aber es hat nachher so viele Leute drin in dem Haus, die man muss machen muss. Zweiter Teil, also wenn wir jetzt irgendwo Konferenz haben, dann kommen wir nachher auf Konferenz, dann kann man die Personen über den zweiten Eingang nehmen, wird ebenfalls sicherheitsgeprüft, kommt nachher da in die Wartezone, geht in den Lift und geht direkt rauf. Aber Sie finden sonst, wenn Sie dort hinkommen und Sie müssen zu einer Sitzung mit dem Herrn XY, Sie finden den Raum nicht, wenn man nicht Sie dort hinführt, wo Sie dann eigentlich wollen. Für das ist das Haus einfach zu gross. Sie können sich vorstellen, da gibt es eine Korridorlänge von Grössenordnung 80 Meter etc. Und da hat es mehrere in dem Haus. Und dann ist also, man muss ein System finden und entwickeln, das man da eigentlich kann anbringen, dass man das in das Haus rein kann durchführen. Die Eingangszone ist darum ganz ein wichtiges Element in dem Haus, wo dann ab 2020, wenn das betrieben wird, auch wirklich muss funktionieren. Das wäre wirklich ein grosses Dilemma, wenn man dann müsste feststellen, man hat an dieses und jenes nicht gedacht. Und darum gehen wir relativ häufig über die Themen hinterfragen, alle die Bereiche, dass man es macht. Es muss auch so sein, und das sehen Sie da im kleinen Detail auch, dass wenn jemand auf der Straße eine Anzeige machen will, dass er nicht zuerst durch die Sicherheitszone durch muss. Auch da ist klar, man kann rein, man kann da dran vorbei, es gibt da einen Anzeigebüroschalter und dann kann man das erledigen und wieder raus. Also man muss eigentlich alle die verschiedenen Fälle andenken und anschauen, was das heisst.
wenn Sie den Mittelbereich, das ist so ein bisschen der Kommunikationsbereich, wo da neben dem Eingang ist, mit dem ganzen Teil, wo Mitarbeiter können sich verpflegen, weil das ist ein 24-Stunden-Betrieb, 365 Tage im Betrieb, also dort hat das immer Personen in dem Haus inne. Dann die Personen, die nur kurz an einer Sitzung müssen, die dann könnten da unten aufgenommen werden und wieder rausgehen. All diese Themen sind aufgenommen. Postverteilung, all dieser Bereich ist ganz wichtig gewesen, in der Planung zu erfassen. Und dann machen Sie. Sie sehen hier im hinteren Bereich auch die Schulungsräume, beispielsweise jetzt von der Polizeischule, die dann da wieder hinten ist. Und man sieht, wenn ich das sage, da ist eigentlich der Nebeneingang für das Personal, wo ebenfalls das Patch-System ist, das Lift-System ist da drinnen und wo vorgesehen ist, oder, das kann ich vielleicht da noch erwähnen, die Räumlichkeit, die man da auf der Seite gemacht hat, ist auch vorgesehen, wenn später das Haus erweitert wird und wir noch mehr Leute haben, dass man auch den Eingang dann kann so ausbauen kann, dass er dann gewährleistet, dass die Personen ins Haus hineinkommen und auch wieder rauskommen. Thema Einvernahmen, das ist das wichtigste Thema da drinnen. Ein grosser Teil von den Aktivitäten in dem Haus befasst sich eben mit Einvernahmen von der Staatsanwaltschaft, von der Kriminal- und Sicherheitspolizei. Und Einvernahmen sind klar angeordnete Sitzungen, wo zum Teil eben Personen haben, die vom Gefängnis involviert sind oder Personen haben, die von außen dazukommen oder dann gemeinsam sich da innen treffen in dem Thema. Das heisst, wir haben auf verschiedenen Ebenen dem müssen Rechnung tragen und auch den ganzen Teil von der Sicherheit können sauber erfassen, weil ja da innen Leute auch sind, die arrestiert sind und das kommen. Auf dem ersten Obergeschoss, wo wir das Polizeigefängnis haben, ist der Teil der Einvernahmen in den ersten 96 Stunden ein relativ schneller Durchgang. Und von dort her ist es auch angeordnet, dass die Arrestanten vom Polizeigefängnis auf der anderen Seite ebenfalls Büro sind, respektive die Infrastruktur ist von den Schnellrichtern, dass das relativ schnell funktioniert. Und dann auch geht und dann den Weg wieder geht, ob jetzt die Person dann ins Untersuchungsgefängnis muss oder wieder freigelassen wird. Das läuft auf dieser Ebene, ebenso ist jetzt Zwangsmassnahmengericht. In den oberen Geschoss ist es so, dass natürlich Einvernahmen vom Untersuchungsrichter oder vom Untersuchungsgefängnis Personen betrifft und dann auch externe Personen dazukommen, ganz sicher. Das sind Anwälte, das sind Dolmetscher, das sind Zeugen etc., die da kommen müssen. Und die Personen kommen natürlich da wieder über den Eingang rein und müssen dann, wenn sie jetzt da oben schauen, an den richtigen Ort, im richtigen Geschoss gebracht werden. Das sind relativ viele Personen, die da sind. Und jetzt ist das eben eine Zusammenfassung von der möglichen Optimierung von der Räumlichkeiten, von der Einvernahmeräume, damit die auch stimmen. Die Einvernahmeräume haben wieder zur Folge, dass wir dort Übergabeschlüsse machen müssen, vom Gefängnis einen Einvernahmeteil und Abstandszellen machen, wenn jemand, der arrestiert ist, ein Unterbruch ist, dann muss man die Person wieder neu mit rein tun. Also alle diese Komplexitäten müssen in dem Haus sauber aufgenommen werden und müssen können bewegt werden. Und das ist ein wichtiges Thema, das wir jetzt intensiv angeschaut haben, weil für alle, die in das Haus hineinkommen, ist die Situation anders, als sie sie heute haben und das in Zukunft ihnen gemacht. Die Einvernahmen können jetzt durchgeführt werden zur Hauptsache in dem Pooling, das ist der Teil, da sind die Poolräume, oder sie können auch, wenn es weniger Personen sind, eben dezentral durchgeführt werden, in den Räumlichkeiten von der Kriminalpolizei etc. Und darum muss man, wenn man jetzt jemanden holt, aus einem Arrestant, den auch wieder dort hinbringen und wieder zurückbringen. Und wenn es unterwegs oder wenn während der Zeit, wo er bei der Kriminalpolizei in der Einvernahme ist, auch da einen Unterbruch gibt, dann braucht es auch dort Räumlichkeiten, wo man die Personen kann
sage es jetzt mal Zwischenlager, ich will da nicht falsch verstanden sein, werden, wo man kann einstellen kann, damit man es wieder kann. Das bedeutet, dass wir wieder im Haus haben müssen konzeptionell denken. Und es gibt jetzt eine Situation, dass wir an diesen Stellen da sogenannte Abstandszellenblöcke machen, dass das möglich ist. Weil wir müssen ja daran denken, dass in Zukunft wieder Veränderungen stattfinden, auch wieder Bewegungen stattfinden und man nicht später wieder etwas einbauen kann, sondern das muss eigentlich in der Struktur sein. Das heisst, wir haben jetzt hier die Einvernahmen, Zellen, die im Pool drin sind. Wir haben aber die Möglichkeit, da ebenfalls Einvernahmen durchzuführen und da ebenfalls Abstandszellen können machen, damit wir die Person nicht zurückholen. Selbstverständlich haben wir dann auf gewisse Themen verzichtet. Das heisst, in der dezentralen Abstandszelle kann man nicht rauchen, wenn jemand rauchen und muss rauchen. Das ist ein Teil, der bei den Arrestanten halt häufiger vorkommt. Und dann muss er da zurückgebracht werden in den Teil rein, wo solche Raucher Räume hat. Die Rauchräume bedeutet eben auch immer wieder eine Infrastruktur über das ganze Haus, die sehr teuer ist. Und das hat man jetzt eigentlich dann optimiert oder so Sachen gemacht, oder eine Toilette muss. Also das Einvernahmethema ist ein ganz wichtiges Thema, das in dem Haus muss funktionieren muss. Und sonst haben wir etwas falsch gemacht, wenn das nicht geht. Und darum haben wir auch länger gehabt, bis wir alle diese Teile gemacht haben. Wir haben nebendran natürlich sämtliche Betriebskonzepte, sämtliche Betriebselemente durchdenkt, gemacht, erstellt, damit man nachher ein Haus machen kann. Man kann nicht einfach ein Haus erstellen und nachher denken, es funktioniert. Dann gibt es noch, kann ich Ihnen ganz kurz sagen, das oberste und das Dach oben, die Kommunikationsräume für grosse Tagungen, für Sitzungen etc. Aber, und das muss man eben auch mitsehen, die Räumlichkeiten sind ein Geschoss höher als die Einsatzzentrale, die ja das Herz ist eigentlich von der Kantonspolizei in dem Teil, die ist auf dieser Ebene. Und wenn dann grössere Themen sind, dann ist da oben auch das kantonale Führungszentrum, wo dann da rein umgewandelt wird und eigentlich einen direkten Kontakt und Bezug hat zu dem Lagezentrum und zu der Einsatzzentrale, die da auch gemacht ist. Also auch diese Themen haben wir müssen mit berücksichtigen im Gebäude. Die Anforderungen an die verschiedenen Räumlichkeiten, die sind sehr komplex, sodass man das bringt. Aber man kann das in dem Haus abbilden und wir wissen doch jetzt sehr viel und können die ganzen Entwicklungen simulieren. Ich zeige Ihnen ein paar Zahlen zu den Personenflüssen, die ich vorhin gesagt habe, und warum dass ich sage jetzt intensiv auf dem Thema Einvernahmen und Sitzungen bin. Wir haben versucht, zuerst zu erfahren, wie viele solche Einvernahmen finden statt, wie sieht das aus. Und weil sie eben an verschiedenen Orten stattfinden und Sitzungen auch an verschiedenen Orten stattfinden, gibt es nicht irgendwo eine Tabelle, wo man sagen kann, so viel haben sie. Und wir haben im April, Mai von jeder Dienststelle verlangt, dass sie uns alles aufschreiben und machen, wenn sie eine Sitzung haben, wenn sie einen Rapport haben, wenn sie eine Einvernahme hat, kommt in der Einvernahme, wie viele Leute sind dabei, kommen die von aussen oder kommen die von innen, ist das jemand vom Polizeigefängnis oder ist vom Untersuchungsgefängnis, das haben wir alles minutiös erhoben, haben daraus heraus zwei Wochen genommen, die repräsentativ sind für uns. Und Sie sehen aus diesen zwei Wochen mal, was in diesem Haus nachher einmal abgebildet wird. Was da blau hinterlegt ist, ist alles das, was mit Einvernahmen zu tun hat. Und was rot hinterlegt ist, alles, was übrige Prozesse sind. Sitzungen, Rapport oder wenn irgendein Besuch kommt oder wenn jemand in die TDV muss und so weiter. Wir sind in diesen zwei Wochen Grössenordnung auf 2000 solche Prozesse gekommen, die in dem Haus stattfindet. Und involviert sind in diesen zwei Wochen rund etwa 8200 Personen. Davon ist, wenn ich nur die 4800 Personen nehme von der
Einvernahme kommt ein Viertel aus dem Gefängnis direkt, das sind die Arrestanten etc. Dann kommt in der Regel ein Viertel aus dem Haus selber und die Hälfte kommt von extern, das sind Anwälte, eben Dolmetscher und so weiter. Die kommen ja noch dazu, dass das stattfinden kann. Dann ist auch unterschiedlich, wie lange das so eine Sitzung, so eine Einvernahme dauert. Etwa die geht zu schnell oder muss unterbrochen werden oder geht länger. Das heisst, wie viele Räume muss man vorhalten, dass das am Schluss dann auch funktioniert. Und trotzdem brauchen wir eine gewisse Flexibilität. Wir haben dann auch mal versucht, die Zahl ist natürlich nicht jetzt wissenschaftlich erhoben, so, wir haben jetzt noch alles nicht erfasst, was sie an Gefängnisbesuchen kommt. Wir haben nicht erfasst, was beispielsweise von der Polizeischule noch kommt etc. Wir haben darum die Zahlen einmal um 20% erhöht, aufs Jahr aufgerechnet und gesagt, etwa 70%, oder? Weil es gibt ja noch Ferien und Krisen, sind etwa die Zahlen, die vermutlich in diesem Haus innen etwa könnten stattfinden. Und das sind etwa 40'000 Prozesse über das Jahr, wenn ich die Rechnung so mache, wo etwa 180'000 Personen involviert sind und etwa 120 kommen von extern. Und das passiert das ganze Jahr immer wieder. Das heisst, darum ist es einfach auch wichtig, dass Sie sehen, dass wir das sauber aufnehmen müssen, in der Form, dass das Haus letztlich auch funktioniert. Selbstverständlich hat man nachher geschaut, haben wir genügend Räumlichkeiten. Sie sehen hier eine Folie, wo Sie ein bisschen die Ausnutzung sehen, wie viele Räumlichkeiten wir haben. Da sind jetzt aber nur ein Teil da drin von der Übernahme, weil die externen sind da nicht dabei. Und wenn Sie nachher ein bisschen Grösse von der Räumlichkeiten brauchen, da dazu, weil das müssen wir ja wissen, wie gross müssen die Räumlichkeiten sein, dann sehen Sie, bis 4 Personen, also da bis 3-4 Personen, sollen die externen Übernahmen stattfinden und alle anderen im Pool. Und wir brauchen jetzt ungefähr nur im Pool Grössenordnung etwa 30, 35 Räume, die immer zur Verfügung stehen und dann gemacht werden. Die Einvernahmen gehen den ganzen Tag, die gehen eine Stunde und so weiter. Und wenn Sie die Einvernahme für 2 Stunden oder 3 Stunden reservieren, ist sie vielleicht nach 10 Minuten fertig. Und das ist also noch das Management, das man dann aufnehmen muss. Und man sieht auch da, dass man ungefähr ein Drittel von diesen Sitzungen findet mit wenig Leuten statt, oder? Und alles andere sind bis 10, 12 und mehr Leute, die dann die Räumlichkeiten auch ausgebildet sind. Im Haus innen ist es so, dass wir zur Hauptsache die Einvernahmepool haben, aber die Sitzungszimmer sind auch nutzbar für solche Sachen, wenn sie nicht gebracht werden, sind aber nicht in erster Linie für die Einvernahme gedacht, weil wir dort nicht so die gleiche Infrastruktur haben. Das einfach zur Information, was das heisst. Das heisst, wir haben jetzt alle Nutzerprozesse eben durchgegangen, haben die notiert, haben mit diesen Nutzern da in verschiedenen Themen das aufgeschrieben, analysiert und angeschaut. Da gibt es ganze Dossier da dafür drin, und zwar mit allen. Und jetzt können Sie mal so ein bisschen schauen, da gegenüber der Projektleitung sind dann etwa mindestens 70 bis 80 Vertreter der Nutzer, weil keine eigentlich wirklich über den Überblick fallen haben. Wir müssen alle ein bisschen abholen und fragen, damit wir wissen, was das heisst. Dann gibt es die nutzerübergreifenden Prozesse, die miteinander in einer Einheit sind. Die haben wir ebenfalls im Detail angeschaut. Die Informatik, die dann wieder einen speziellen Teil bringt, und Bewirtschaftung. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie soll das Haus mal bewirtschaftet werden. Wir haben verschiedene Nutzer drin. Wir brauchen eigentlich auch jemanden, der das Haus kann sagen, jetzt ist eine besondere Situation, muss man schliessen oder muss man dieses oder jenes machen und so weiter. Und das haben wir ebenfalls gemacht, auch im Rahmen des Immobilienmanagements. Und in dem Sinne ist das Konzept aufgeschafft. Sie finden das auch im Testat-Dokument drin. Und die Kapo wird den Auftrag bekommen, jetzt das Haus dann auch zu bewirtschaften und der oberste Herr sein in dem Haus und um das können zu machen. Das ist so eine Übersicht, die ich Ihnen geben kann. Wo stehen wir heute? Wir haben angefangen mit dem Projekt Neustart 2012, wo wir das Ganze aufgeleistet haben. Wir haben verschiedene Überprüfungen da drin gemacht.
dann die Studien, die Vorprojektplanung. Und Sie sehen gerade da unten, der grosse Teil von unseren Aufgaben sind eben auch gewesen, die Betriebsgrundlage und die Betriebsplanung vorzubereiten. Und das ist jetzt eigentlich das, was wir heute im Testat definieren. Und jeder, der jetzt da mitbeteiligt ist, also jede Direktion etc., jede Abteilung, hat sich dazu müssen bekennen, dass jetzt das ist, was man dann in Zukunft auch weiter planen machen kann. Ist darum wichtig, weil wir jetzt eigentlich in die nächste Phase gehen, in die Ausschreibung, Generalunternehmensausschreibung. Und das Haus muss bis fertig durchgedacht sein, weil es muss alles definiert sein, wenn wir nachher in die Ausschreibung auslösen, zu den Generalunternehmern. Und der Generalunternehmer muss uns nachher ein Angebot machen und alles eigentlich liefern. Darum heisst man, es muss durchgedacht sein bis zum Schluss. Weil wenn wir alles, was wir jetzt nicht denken, zahlt man nachher mit irgendwelchen Anträgen etc. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Und darum haben wir gemacht. Sie können sich so ein bisschen vorstellen, der Generalunternehmer kommt dann grössernordnung im nächsten Jahr etwa 150 bis 180 Bundesordner über und davon muss dann eigentlich das Angebot machen und das muss jetzt erarbeitet werden. Und darum haben wir jetzt eigentlich den Stand gebraucht, weil der Stand ist der, der jetzt in die Detailplanung hineingeht und jetzt eigentlich auch muss detailliert beschrieben werden. Gleichzeitig, und das sehen Sie auf dieser Planung auch, gehen wir jetzt dahinter, machen die Detailplanung von der Betriebsführung, Vorzeit, Vorbereitung für den späteren Bezug, sodass der Bezug eben im Jahr 2020 sichergestellt ist. Der Zeitplan, das ist der, wo wir jetzt davon ausgehen, dass das funktioniert. Wir haben das auch abgecheckt. Das ist eigentlich ohne Störungen, sollten wir mit dem Zeitplan können schaffen. Die Organisation ist komplex. Sie sehen hier einfach die Strukturen, wie es organisiert ist. Der Regierungsrat hat Projektaufsicht, das sind die drei Herren Regierungsrätin und Damen Regierungsrätin, die wir haben, als oberste Führung. Dann ist Projektdelegierte, das ist meine Aufgabe, die ich hier im Projekt drin habe, das Ganze zu koordinieren, gesamthaft über den Betrieb etc. Dann Projektsteuerung, da ist von jeder Direktion sind zwei Personen da involviert und das Projektkernteam, das eigentlich die Hauptsache mitschafft. Darunter kommt dann das ganze Gesamtprojektteam, das wir haben mit dem Gesamtprojektleiter und da haben wir seit, ich habe bis jetzt eigentlich beide Funktionen wahrgenommen, weil das ein kleines Puzzle war stationär. Jetzt können wir die Aufgaben trennen sauber und neu dabei seit Mai ist Bruno Schultes, er sitzt dort hinten, kann sich vielleicht schnell zeigen. Er hat bis jetzt die Gesamtprojektleitung vom Toni-Areal gemacht und ist jetzt hier drinnen. Also haben wir mit dieser Erfahrung sind wir da drinnen. Und Sie sehen hier unten, es ist das ganze Planungsteam, das sind auch etwa 100 Leute, die im Moment dran sind. Dann Generalunternehmungsausschreibung, Betriebsplanung etc. Zu koordinieren. Wir haben jetzt den Abschluss von dieser Projektphase so definiert, wie ich es Ihnen erklärt habe, dass wir jetzt eigentlich gezielt die Bauprojektplanung erst, die ist schon voll am Laufen, sodass man dann die Generalunternehmungsausschreibung machen und dann kann realisieren und das auch durchmachen. Und das ist der Übergang zu dem Testat, weil das ist für uns als Projektleitung auch wichtig, dass man committet, dass das, was wir jetzt hier haben, tatsächlich umsetzen können. Das ist der Punkt, wo wir im Moment stehen. Und das wären meine Ausführungen, die ich Ihnen geben konnte. Ich hoffe, Sie haben einen Überblick bekommen zu dem komplexen, grossen Haus, aber auch zu dieser spannenden Aufgabe. Danke vielmals. Hans-Rudi Löffling hat Ihnen jetzt das definitive Bauprojekt vorgestellt. Das ist wahrscheinlich das Bauprojekt, das komplexeste im Moment in der Schweiz, eines der grössten. Und weil das der Umfang und die Komplexität hat, tun wir das jetzt testieren. Also der Stand, den wir jetzt haben, der Abschluss des Bauprojekts, wird testiert. Und die Testierung führen wir jetzt durch. Ich darf Fotografen und Kameras führen, bitte. Die drei Vertreter aus der Regierung bitte am Pult Platz zu nehmen.
Gut geschätzte Damen und Herren, wir sind gerne bereit, Ihre Fragen, die Sie hoffentlich haben, wenn wir das können, auch beantworten. Herr Amrhein. Hans-Peter Amrhein, der Zürcher Bote. Frage betreffend das Betriebskonzept.
Habt ihr auch Angaben, zu wie viel mehr Mitarbeiter das es da drin hat? Also wie muss Personal aufgestockt werden, um das doch sehr komplexe Gebäude zu betreiben? Mit wie vielen Stellen rechnet man da? Das gehört ja auch ins Budget rein und in die Planung. Ja, da kann man im Moment. Es ist ja so, dass jetzt sehr viele Mitarbeiter an anderen Orten statt sind. Oder? Und wir schauen jetzt an, wie viel braucht es für neu und wie viel sieht die ganze Situation aus. Dann war ja vorgesehen, dass der Betrieb auch damals geplant war mit Mitarbeitern, die SIMA hatte, oder? Und das tut man jetzt eigentlich in der Personenzahl dann bei der Kantonspolizei zu tun, dass das betrieben wird. Im Moment kann ich Ihnen nicht genau Auskunft geben. Wir sind jetzt dran, die Teil ganz genau anzuschauen. Wenn Sie mir eine ungenaue Auskunft sagen, Sie mir etwa, mit wem Sie rechnen und mit wie viel mehr Leuten, Grössenordnung, der Herr Fehr rechnet, wo die Kapo da braucht, um den Betrieb zu führen. Ich glaube, man muss wahrscheinlich eine Gesamtanalyse machen. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden, die nach dem alten Konzept vorgesehen sind, beim IMA zur Kantonspolizei, kommen. Im Übrigen gibt es ja auch einen Synergieeffekt, wie wir diverse dezentrale Standorte nicht mehr werden betreiben. Ich sage jetzt mal von der Kantine her zum Beispiel, wo wir heute auch Mitarbeitende haben in der Polizeikaserne, die Leute dort nicht mehr in diesem Umfang werden brauchen. Und darum glaube ich, sollten und hoffen wir, dass wir, wenn wir das alles zusammennimmt, das so können, betreiben. Wenn wir jetzt heute würden, definitiv sagen, es geht mit denen, die alle zusammen schon vorgesehen sind und zusammengezogen wären, und wir das heute würden sagen, dann uns nachher nicht würden stimmen, dann hätten wir entweder eine Anfrage Amrein oder Petri oder Sulzer, ich weiß noch nicht von wem, und darum wäre es wahrscheinlich unvorsichtig, das heute schon so zu sagen. Aber wir werden uns bemühen, alle, die sonst vorgesehen sind, für den Betrieb zusammenzuziehen und ganz wichtig bei der Kantonspolizei. Zusammenziehen, dass die Kantonspolizei als grösster Nutzer 57% der ganzen Fläche mit einer grossen Organisationserfahrung auch im Handling von grossen Betrieben, das macht das allerdings, finde ich, einen richtigen Entscheid. Noch zum Geld. Objektkredit, die 570 Millionen, ist man da nach wie vor auf Kurs? Kann ich etwas dazu sagen? Sie haben gehört, es wird ausgeschrieben, GU. Und wenn wir heute von Zahlen da rein, das ist mir klar, dass Sie die gerne hätten gehört, würden wir die GU-Ausschreibung damit beeinflussen. Das wollen wir nicht. Wir tun sicher, wenn die GU-Ausschreibung dann stattgefunden hat, Sie auch rechtzeitig darüber informieren, wo wir stehen. Man kann sagen, das Ziel ist klar. Das Ziel ist der Kredit einzuhalten, aber das werden wir definitiv so erst. Auch das wäre nicht vernünftig, das vor der Ausschreibung zu sagen, weil auch da gibt es nachher diverse Anfragen zu Recht, oder? Aber ich glaube, dass wir in einem, gerade für die Ausschreibung auch in einem guten Moment kommen. Sind Sie alle schlagen, oder? Nein, nein. Herr Petri? Von was sind Sie? Von wer wird Sie vertreten, welche Presse? Die VCS-Zeitung, der erste Einwendung gemacht zum Lichtplanbeitrag vor über 15, oder glaube vor 15 Jahren. Wir haben uns zum Standort schon geäussert und zum Verkehrstauglichkeit. Du fragst. Nur damit Sie den Zusammenhang wieder haben. Ich habe eine Frage zur Wirtschaftlichkeit. Die war vor etwa 5 oder 6 Jahren schon mal in der Presse. Und damals hat man ja gewusst, aus dem Kantonsrat aus, bezüglich Betriebskosten, kommt es eventuell teurer. Können Sie noch mal etwas sagen? Teurer, der zentrale Ort, wie der dezentrale Ort. Können Sie noch mal zur Wirtschaftlichkeit etwas sagen? Ich kann nichts zur Wirtschaftlichkeit sagen, aber ich kann etwas zum politischen Prozess sagen. Wenn wir vor 15 Jahren schon Einwendungen hatten und eine politische Diskussion dazu gegeben haben, dann haben die Zürcher Stimmberechtigten im Wissen um die politische Diskussion und im Wissen um die Kernargumente, die sicher gut waren, aber offenbar nicht genügend gut, haben die Zürcher Stimmberechtigten zweimal entschieden, das so zu wollen machen. Ich glaube, man darf auch nicht nur über Kosten reden. Ich glaube, man muss fokussieren. Das ist ein Strafverfolgungszentrum. Darum sind die Kernelemente von der Staatsanwaltschaft, von der Sicherheitspolizei, von der Kriminalpolizei, die Strafverfolgung
machen, sind in diesem Gebäude. Und ich glaube, im Kern wollen die Leute, dass wir effizient Strafe verfolgen, auch schnell. Oder? Wir gehen auch davon aus, dass die Abläufe schneller sind. Das sind auch für Leute, die in der Strafverfolgung betroffen sind. Und das ist eigentlich im Kern das. Oder? Das ist nicht es ist nicht ein primärer Betrieb, aber eine Antwort. Aber Sie sagen ja Effizienz und Synergie. Und darum wollte ich noch mal fragen, wenn man Synergie hört, hat man automatisch das Gefühl, es sei günstiger. Oder? Und diese Frage wollte ich noch mal stellen. Die Strafverfolgung ist besser. Das Wir können es nur mit Überlegungen beantworten. Und eine geht auch in die Zukunft. Was wären Kostenentwicklung, wenn wir es weiterhin betreiben, wenn wir es jetzt betreiben? Und was gewinnen wir in der Zukunft, in dem, dass wir es anders betreiben? Wenn wir künftige Kosten vom Neuen mit bisherigen Kosten vom Alten vergleichen, dann vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Wir müssen, wenn schon, künftige Kosten vom alten System mit künftigen Kosten vom neuen System vergleichen. Das können wir nur mit Überlegungen machen. Wir sind Opportunitätskosten, wir können es nicht berechnen. Rutz. Zu der Anzahl Gefängnisplätze. Ist das nach wie vor so, dass das eigentlich in der Summe dann gleich bleibt? Polizei und Justiz. Oder irgendwo kürzlich bei dieser Veranstaltung oder Führung zu den Bezirksgefängnissen hat es dann plötzlich geheißen, es sei vorgesehen, das Provisorium im jetzigen Gefängnis abzubrechen. Ich bin davon ausgegangen, dass das auf jeden Fall wieder muss weg. Das Provisorium. Das Provisorium im Bezirksgefängnis Zürich. Es sind knapp 300 Plätze, 128 Polizeihaft, 141 werden aufgehoben im Propog. Grundsätzlich steht die Entscheidung noch an, was bezüglich Gesamtsanierung vom alten Gefängnis im Bezirksgebäude muss gehen. Es ist ein ganz wichtiger Standort für die Staatsanwaltschaft und für das Bezirksgericht. Darum ist einmal eine Planungsannahme, das muss gesamtsaniert werden. Jetzt haben wir etwa 170 Plätze. Sicher werden Provisorienplätze geschliffen. Also das Provisorium wird so oder so aufgehoben. Ist auch befristet in der Baubewilligung. Und es ist auch anzunehmen, wenn wir eine Gesamtsanierung machen müssen, machen wird, der politische Prozess ist dann noch zu durchlaufen, dass dann die Plätze deutlich reduziert werden zugunsten von moderneren Hafträumlichkeiten, wo insbesondere auch der Thematik Modalitäten von der Untersuchungshaft gerecht werden. Also das ist noch ein laufender, offener Prozess. Und wenn die Gesamtsanierung vom Gefängnis Zürich kommt, haben wir per Saldo mehr Platz als bisher. Einfach zur Klärung, Thomas Mannhardt, Vorsteher vom Amt für Justizvollzug. Entschuldigung, dass ich da nicht Ja, bitte. Das ist so, das Kommando bleibt in der Kaserne. Das ist so. Schon etwas dazu sagen, Bereich. Also, es kommt darauf an. Nein, es ist eigentlich nicht so. Es ist eigentlich nicht so. Ich habe vorher probiert. Ich tue ein bisschen ausholen. Ich glaube, das ist wirklich noch wichtig. Oder? Es ist ein Strafverfolgungszentrum. Und darum sind von der polizeilichen Seite her alle Leute, die mit Strafverfolgung zu tun haben, in diesem Haus. Primär Kriminalpolizei, Sicherheitspolizei, das Forensische Institut, das Zentrum für Cybercrime, Polizeischule. Oder? Die Leute sind dort drin und der Teil der Kommandostrukturen, von der Sicherheitspolizei, von der Kriminalpolizei, vom Vor, von der Polizeischule, die sind auch da drin. Aber es sind nicht alle Polizisten in diesem Haus. Und es ist auch nie so vorgesehen, dass alle Polizisten in diesem Haus sind. Die Kantonspolizei Zürich hat im Moment etwa 3.800 Mitarbeitende. 3.800 Mitarbeitende. Etwa 1.000 von diesen 3.800 sind da drin. Aber selbstverständlich gibt es in Zukunft auch eine Flughafenpolizei. Die ist sinnvollerweise am Flughafen. Dann gibt es eine Verkehrspolizei. Die ist sinnvollerweise dort, wo es viel Verkehr hat. Konkret in Dübendorf haben wir jetzt einen neuen Verkehrsstützpunkt aufgemacht. Dann gibt es eine Regionalpolizei. Die ist sinnvollerweise in den Regionen. Draussen. Also von diesen 3.800 Polizisten sind 1.000 da drin und der Teil der Kommandostrukturen, wo Sicherheitspolizei,
Kriminalpolizei, wo die Schule beschlägt, das Forensische Institut, das Zentrum für Cybercrime sind, auch da rein. Und wir haben, das haben wir auf Seite 4 von dem überaus schön formulierten Regierungsantrag geschrieben. Wir haben diejenigen Führungsbereiche der Kantonspolizei, die nicht in einem direkten Zusammenhang mit diesen Aufgabenbereichen stehen, sowie die Oberstaatsanwaltschaft und die Oberjugendanwaltschaft, nicht in das Gebäude gemacht, aus Platzmangel. Die genaueren Begründungen sind in den Anfragen 136, 141, 149 und 255 2014 wunderbar dargelegt. An dem hat sich überhaupt nichts geändert. Überhaupt nichts geändert. Nochmal, ich glaube wirklich, und das ist vielleicht, glaube ich, auch ein Kommunikationsfehler von unserer Seite, weil wir immer Polizei und Justizzentrum gesagt haben, man hätte eigentlich sagen müssen, es ist ein Strafverfolgungsfehler. Ein Strafverfolgungszentrum, das zu einer effizienteren Verfolgung führt. Und wo letzten Endes der Kommandant der Kantonspolizei sein Büro im Jahr 2021 hat, das tun wir dann sinnvollerweise entscheiden. Aber er muss weder da sein noch in der Kaserne, kann er sonst noch mit sein. Wichtig für uns, ganz wichtig für uns ist, dass wir jetzt hier noch haben können, die Einsatzzentrale rein tun. Das ist ganz, ganz wichtig, wie Sie das richtig umschrieben haben. Das ist das Herzstück auch von der Strafverfolgung dann. Alles stimmt, was Sie jetzt gesagt haben. Wir erklären es jetzt den Leuten, die sich für eine freie Kaserne, auf eine freie Kaserne gefreut haben. Das ist jetzt nicht gut. Ich will es Ihnen erklären, wie wir es auch schon erklärt haben, mit den Anfragen 136, 141, ja, aber es haben Sie ja schon 100 Mal geschrieben. Also schauen Sie jetzt. Das stimmt alles und das ist alles wunderbar erklärt, ja. Aber im Kern, die Enttäuschung ist da. Also bei Ihnen, oder? Nein, nicht. Meine Befindlichkeit tut nichts zur Sache. Ich rede von der Tür. Ja. Also erstmal verstehe ich die Enttäuschung. Wir haben Sie versucht, das letzte Mal zu erklären, die Enttäuschung verstehe ich. Es ist allerdings, es hat einen dreifachen Triangel gegeben. Man hat gesagt, man bleibt in den Kosten. Man hat gesagt, die ganze Kaserne wird frei. Und man hat aber auch gesagt, die ganze Staatsanwaltschaft geht. Und wir haben einfach das am Schluss gemacht, was am sinnvollsten war. Und ich glaube, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Am Schluss sind von dem ganzen Areal zwischen 5 und 10 Prozent, zwischen 5 und 10 Prozent sind Beleid von der Polizeikaserne. Die Polizeikaserne ist vorgesehen im ursprünglichen Konzept als gewerbliche Nutzung, also nicht als Quartiertreffpunkt, sondern als gewerbliche Nutzung. Und statt gewerbliche Nutzung hat es jetzt dort, Stand heute, 100, 120 Leute drin, die zentrale Aufgaben für die Polizei erfüllen. Oder alles andere wäre teuer gewesen. Und wir haben versucht, mit der baulichen Ausrichtung, das hat Ihnen der Herr Blöchlinger, finde ich, wirklich sehr schön erklärt. Besten Dank übrigens auch mal für Ihre Arbeit, dass man modular kann ergänzen kann. Modular kann ergänzen. Und die modulare Ergänzung ist in einem grösseren Bereich, glaube ich, kann man sagen, von denen etwa, ja, besser kein Preis, 50 Millionen. So, Grössordnung 50 Millionen. Das ist exakt der Beitrag, den der Kantonsrat unter Unvorhergesehenes herausgestrichen hat in der Schluss, das ist genau der Beitrag, der uns gefehlt hat. Weil es eben eine Entwicklung gegeben hat, weil das Projekt eben nicht ein Projekt war, das man gestern und vorgestern gemacht hat, sondern weil das Projekt eine 15-jährige Geschichte hat. Und weil nachdem die Abstimmung war, erst klar war, dass Polizeischulen zusammengelegt werden, sinnvollerweise an dem Ort, wie erst nach der Abstimmung klar war, dass forensische Institut in dieser Grössenordnung kommt, weil erst nach der Abstimmung klar war, dass es ein Cybercrime-Center war, weil erst nach der Abstimmung klar war, dass man auch die Einsatzzentrale da hat. Von daher würde ich sagen, ich verstehe die Enttäuschung. Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Politiker war es mit diesen sehr schwierigen Rahmenbedingungen, in einem sehr schwierigen Projekt, das sehr, sehr lang gegangen ist, etwas Vernünftiges zu machen. Und im Kern glaube ich, dass die Leute ein gutes, effizientes, nützliches Strafverfolgungszentrum wollen. Und das können sie über. Und wenn die Politik das anders will in Zukunft, dann hat der Kantonsrat morgen die Freiheit, mit einer Motion den Zusatzbau zu fordern. Das können sie morgen machen. Und wir machen selbstverständlich das, was der Kantonsrat uns dann sagt. Darf ich noch ein bisschen
in kürzeren Worten ergänzen. Entschuldigung. Dass ich das ist jetzt meine Chance. Jetzt habe ich habe es vor anderthalb Jahren probiert, es ist nicht gelungen. Jetzt habe ich es nochmal genau, noch eine Chance. Nein, einfach noch auch ein das Umfeld zu Ihren Fragen zu bringen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Propocken weg ist. Das Wichtigste ist, dass die Zeughäuser hindurch, dass man die mit der Stadt, und da kann ich Ihnen sagen, bin ich kurz vor dem Abschluss mit der Stadt, ich habe mit dem André Odermatt sehr gute Gespräche geführt und unsere Leute haben auf das hingeschafft, dass Zeughäuser wäre angedenkt, dass die Stadt übernimmt, selber tut noch eine weiter betreiben, dass Kasernenwiese in Gebrauchsleihe der Stadt übergeben wird. Das ist immer, was man gesagt hat, das machen wir dort. Und man hat auch gesagt, dass Militärkasernen dort allenfalls dann auch Schule wird reinkommen. Aber man hat aber auch gesagt, dass wenn wir dort etwas machen, dass in den Militärkasernen unten Zugänglichkeit muss auch gewährleistet sein, dass Sie und ich können dort einen Kaffee nehmen und hindurch, dort wo ich einmal exerziert habe, dass man dort ein paar Sonnenstürme anstellen kann. Also fürs Restaurant könnte ich mir jetzt vorstellen. Und dass Tag dort auch wegkommen und die Verantwortung nachher für die Zeughäuser und für die Kasernenwiese, die allgemein zugänglich werden, ist nachher die Stadt. Und wie der Fehr richtig gesagt hat, hat er für dort, wo jetzt der Kripo drin ist, dort hat man das im Gewerbe aufgemacht. Tut mir leid, dass für das Gewerbe, dass das jetzt im ersten Schritt nicht gelungen ist, aber es hätte, wenn zum Beispiel eine Firma Delta dort nachher gekommen wäre, wo nachher alle zusammen mit der vollen Montur rein und rauslaufen, was da nicht wird passieren, glaube ich, hätte die Bevölkerung auch nicht gutiert. Also, wir haben da schon eine gewisse Überlegung gehabt und das Ziel muss sein, dass das in den Kosten drin bleibt. Das Ziel. Da muss man sich eben auch einschränken. Es sind immer noch Steuergelder. Aber wichtig ist, 95% werden. 95%. Das erste Mal habe ich nachher ganz viel Mail bekommen. Die wollen wir einfach nichts verändern. 95% werden. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann sage ich Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.